Willkommen zurück auf Deep Space Nine Star Trek Online. Wir sind gerade dabei, hier die. Wie heißt die Quest gleich wieder? Hoffentlich habe ich genug Zeit, zweite Welle zu machen aus dem Cardassianer Questplot. Und ich sollte die Diplomaten zur Schiffswerft begleiten. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist hier, weil da noch Gegner rumstehen. Prüfen wir mal meine Theorie. So. Und immer in Bewegung bleiben. Ab und zu mal eine Granate werfen. Du darfst eine Granate. Ja, dann halt nicht. Jetzt ist eh zu spät. Der Klingone sollte. Der Dings. Was denn? Wie heißen die? Gorn sind das, ne? Sollte vielleicht mal Rauchgranate. Ist. Ja. Irgendwie die Granaten. Der will heute keine Granaten werfen. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie. Gemma da. Attentäter, ja. Versuchst du nur. Mit dir wären wir schon fertig. Ich bin ja zum Glück schon recht gut ausgerüstet. So, ich kann auch Nahkampf sein muss. Captain, wir brauchen sie zurück auf dem Schiff. Wir halten hier die Position, solange wir können. Aber die Gemma-Flotte nähert sich der Station. Benutzen Sie die Andocktür, um auf Ihr Schiff zurückzukehren. Ja, gut, verstanden. Bin unterwegs. Andockteur, wenn ich eine Andockteur. Warte mal, erstmal nehmen wir da dieses Gedöns damit. Was war's denn? Ketra-Zilweit. Juhu, das wollte ich schon immer haben. Andockteur? Das sieht nach Andockteur aus. Gehen Sie an Bord Ihres Schiffes. Oh Mann, hoffentlich hat's mir nicht wieder meine Brückenoffiziere rausgehauen und ich hab's nicht gemerkt. Weil das passiert in letzter Zeit, ja. Alle paar Tage. Nee, sind noch da. Gut, dann, Moment. Hallo, was ist denn hier los? Feuer, bin bereit. Nicht so. Schau nicht so langsam. Ah. Gleich mitten in der Schlacht. Super. Dann mal buffen. Durchbuffen. Und Alpha gedönt. Und raus, was geht. Target Shield und so weiter. Schon klar. Und durchbuffen und durchbuffen und streuen. Und dann der Kettenblitz, der kommt jetzt genau richtig, aber der macht so wenig Schaden. Irgendwie ist er doch unbedingt was. Ich hatte alle Buffs drin, die ich rein kann in dem Moment und trotzdem. Ja, vielleicht habe ich da die falsche Konsole. Ich bin ja aber an dem Moment geskillt sozusagen. Und man die vorderen Schilde verstärken, die Schilde vom Gegner schwächen, Schwachstellen super aktivieren und dann. Und mit phonidischen Antibodonen machen geht's doch recht gut. Eigentlich, ich denke, ich bin eigentlich nicht gut aufgestellt für solche Missionen. Die können mich. Ja, meine Verteidigung lässt mich nicht ständig, da muss ich wirklich noch ein bisschen nacharbeiten. Angriff ist gut mittlerweile, aber in Verteidigung gibt es noch einiges zu verwarten. Wo sind denn meine Schilde hingekommen? Ich sollte vielleicht nicht gerade gegen die Station denken, ich weiß nicht, ob das klug ist. Boom, Gegenstand nehmen. Jawohl, und wir scannen mal das Hydrazingas. So viel Zeit muss jetzt sein. Na, während die anderen hier kämpfen, kämpft hier überhaupt jemand außer mir? Oder die Strahlenschütze. Und dann wieder durchbuffen, Schwachstellen suchen und die Schadensverstärker, die ich habe, rein. Und orthopädische Streuung. Bumm. Ja, da geht was nach. Lusche! Ihr wolltet Deep Space Nine erobern. Das ist sehr witzig. Ja. Da ist ja doch ein Verbündeter. Ich dachte schon, ich bin hier allein. Und zack.
Ja, das macht mir jetzt nichts. Ich kann auch alle Computerstrahlen aussetzen. Was hast du dann davon? So. Wer enttarnt sich denn da? Hoffentlich ist das nicht bloß ein Ablenkungsmanöver und die wirkliche Gefahr woanders. Bumm, da war doch noch was, oder? Irgendwas hat doch da hinten. Hallo? Ah, da hinten ist noch irgendwas. Moment. Genau. Wir haben auch eine Tarnverdichtung. Da schau an. Ich habe doch die Tarnverdichtung gerade an. Wieso bin ich nicht getarnt? Oder. Naja, wird halt in der Mission aus irgendeinem Grund nicht gehen. Ein bisschen. Hallo, ich wollte doch. Da, Traktor wieder raus. Die will ich ja bestimmt immer noch verlaufen. Schwerf ist Quatsch auf der Schippe da. Und recht. Schwachstellen zu machen, ob die was auf der Pfanne haben. Rückwärts gerade rein. Alpha-Gedöns. Dann schwer. Könnte die Stufe oder wie der heißt. Phaser-Lanze, ja. Dafür. Weil es nicht wirklich schwer. Denn, hallo? In 16 Kilometer Entfernung. Karten lesen will gelernt sein. Hallo, ich will. Ja, genau, da will ich hin. Jetzt probieren wir es nochmal mit der Tarnvorrichtung. Jetzt ging's, okay. Brav. Aber jetzt habe ich kein Ziel, oder? Ja, dann muss ich wieder enttarnen. Die kommen wahrscheinlich nur, wenn ich sichtbar bin. Ja, wo sind denn die Zipfelklatscher nun? Kann ich die Defiant vielleicht mal genau bestimmt Sinn und. Nicht, dass wir die noch abnippeln. Weiß nicht, ob das questbedingt überhaupt machbar ist, aber wir müssen es ja nicht herausfinden, ne? Also ich sehe da am Rand, da drüben immer, kann ich den so anklicken? Ja, das geht. Aber wie finde ich den nun? Ah ja. Bisschen umständlich, aber wenn es funktioniert. Waffen. Die sind getarnt und die Feierklinge. Ja. Aber warte mal ab. Du kriegst erstmal wieder eine Schildtransfusion. Ja, mich auch. Rückwärts kann rein, dann Protonenlanze, Phaserlanze oder wie das Ding heißt, Gegenstand nehmen. Belfast, Fida, Phoenix, sehr schön. Langsam trudelt Verstärkung ein, so wie es ausschaut, und ich kann Schilde dringend brauchen. Dann, ja, und die Hülle, die ist mitgenommen. Dann meine Buffs wieder, schade, dass die immer so schnell ablaufen und ein bisschen länger halten würden, wäre echt nett. Jem'Hadar, schweres Escort-Schiff.
Schwachstellensuche. Schilde senken. Jawohl. Und oh. Umdrehen. Da macht's gleich. Genau. Und Schwachstellensuche Buffs rein. Dann. Bumm. Ja. Hat's Bumm gemacht. Das war's, ne? Captain Kirland. Good to know that you and the delegates are safe. Jim Hadar have stormed the station and we're losing critical areas. The Defiant has launched and I've evacuated everyone possible, but a few of us stayed to... Andrews? Andrews! Someone, answer me! What's going on? Captain, my name is Loris, and I represent the Dominion. This station, and all remaining souls on it, are now under our control. Reizend. Captain, wir können lediglich unsere Gäste in Sicherheit bringen. Ich hatte Kontakt mit der Sternenflotte und sie möchten, dass wir eine Nachricht nach Bayer senden. Die Planung für eine Gegenoffensive ist in Arbeit, aber für heute gehört die Station in Jem Hadar. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass Bayer nicht auch will nach Bayer reisen. Ist ja ganz schön was los in der Folge, also in der Story diesmal. Da denkst du, mit Ziehen gegen die Borg kommen die Jem Hadar daher, allerhand. Wir werden uns neu sammeln, verstärken und zurückholen, was uns gehört. Die Flotte zieht sich in den bajoranischen Raum zurück, um den Planeten in dem Fall zu schützen, dass die Jem Hadar ihre Überlegenheit ausnutzen wollen. Captain Kirland steht mit dem Kommando der Sternflotte in Kontakt und wir werden alle verfügbaren Schiffe in diese Region verlegen. Wir haben sie einmal besiegt und wir werden sie wieder besiegen. Gut. Jem Hadar Polaron, Automatikgewehr. Ich denke, ich würde wohl das Gewehr nehmen. Wenn überhaupt, dann nutzt man das was. Wenn man überhaupt irgendwas nutzt. Ich denke, ich guck mal, ob ich da meine Brückenoffiziere mit ausrichten kann. Ausrichten. Ich habe neue Befehle. Wir müssen einen Gegenstand und die Deep Space Nine. Of course we do. However, that is not a simple matter. Starfleet is routing all available ships here, and the Federation Council is contacting the Klingon Chancellor as well. We are also sending messages to the Gamma Quadrant in an attempt to open a dialogue with the Dominion. But we are fighting a war on multiple fronts. We have to consider the Borg, the Undine, and the Romulans, as well as the Klingons. It will take time to marshal our resources and plan a counterattack. Tja, natürlich tun wir das. Allerdings ist das keine leichte Sache. Die Sternflotte leitet alle verfügbaren Schiffe hierher, um den Rat der Föderation kontaktiert außerdem den klingonischen Kanzler. Weiterhin senden wir Nachrichten an den Gamma-Quadranten, um zu versuchen, den Dialog mit dem Dominion zu beginnen. Jedoch kämpfen wir einen Krieg an vielen Fronten. Wir müssen auf die Borg, die Undinen, die Romulaner und die Klingonen achten. Es wird lange dauern, unsere Ressourcen zu organisieren und einen Gegnerangriff zu planen. You and your ship will be part of that plan. Until we are prepared, though, we need to do whatever we can to contain the Jem Hadar fleet at DS9 and protect Bajor. Losing DS9 is bad enough. Losing a Federation world would be unthinkable. Ja, Sie und Ihr Schiff werden Teil des Plans sein. Bis wir uns vorbereitet haben, müssen wir allerdings tun, was wir können, um die Jem Hadar Flotte bei von Deep Space Nine zu halten und Bayer zu beschützen. Die Deep Space Nine verlieren ist schlimm genug. Die Föderationswelt zu verlieren wäre unvorstellbar. Ja, soll ich da jetzt gleich weitermachen? Irgendwie hatte ich das nicht vor, mehr als eine. Allerdings habe ich jetzt noch 15 Minuten frei, die möchte ich nicht verplempert wissen. Mit Abteilungsleiter taktisch. Einmal 50 Tilithium, sehr schön. Sicherheit. Ja, auch so. Das hat jetzt nicht geklappt, oder? Aus irgendeinem Grund hat er das jetzt nicht. Na egal. Medizinisch.
fehlenden Flüchtling. Ja, schade. Gut, dann eben ein einfacher Auftrag. Ja, hatte ich jetzt zwar nicht vor, aber ich mache jetzt hier dann halt einfach weiter. Aber vielleicht sollte ich mal gucken, ob die Waffe hier jemandem was bringt. Wie viel hatten die drauf? 100 Wahrscheinlichkeit. Kritischen Treffer auf schweren Treffer, Kollateralschaden. Eliza. Die ist schon besser. Die sowieso. Du behältst die zwei Waffen. Okay, da kann man was machen. Kalrissa, könnte ich das Ding geben. Und ob ich das hier behalte, das entscheide ich nicht jetzt. Kann nicht schaden, wenn einer von meinen Mädels eine Jem'Hadar-Waffe hat. Vielleicht sind die. Was ist denn das hier? Die Erinnerungshimmer, was? Ja, gut. Ja. Episoden, der kardassianische Kampf. Das, die diplomatische Mission lief ja nicht optimal. Also bei dem Klingonen haben wir offenbar den falschen Ton angeschlagen, weil ich da nicht auf Diplomatie gegangen bin. Aber gut, vielleicht wirkt es sich auch gar nicht aus. Wir machen jetzt dann trotzdem gleich mit von Bajor weiter. We've evacuated everyone we could to Bajor and we're setting up a base there to coordinate our counterattack against the Dominion. I won't lie to you though. It's not gonna be easy. We were caught completely off guard by Karakhan and his fleet, and the Bajorans are none too pleased to have house guests. We must balance the needs of the civilian populace with those of the Starfleet and Klingon forces currently on the surface. Starfleet needs all the help it can get planetside right now. Transport down to our staging area on Bajor. You'll find me there. Captain Kurland will join us as soon as he can. Wieso Kurland Ende? Du bist doch nicht der Captain Kurland. Manchmal muss ich mich über die Texte schon sehr wundern. Wir kriegen sogar eine Jem'Hadar-Panzerung. Jem'Hadar-Panzerung? Ey! Jem'Hadar-Polaron-Automatikgewehr? Da könnte es sich nun die eine oder andere Quest zu wiederholen. Warte mal, Jem'Hadar-Panzerung. Was war das gerade, was ich gerade gegeben habe? Das war schon Teil des Sets. Okay. Dann werde ich da mal herausfinden, ob das was bringt, wenn ich meinen Brückenoffiziere ein solches Set anziehe, ob die dann von dem Bonus profitieren. Das werde ich jetzt dann herausfinden. Wir akzeptieren das hier mal. Habe ich jetzt eigentlich die Gewässer vorgelesen? Ah. Falls nicht, müsst ihr kurz zurückspulen und die Stopptaste drücken. Von Bajor in Arbeit. Dann zu. Und in Arbeit zur Hauptmission nach. Kurz Pause-Taste, Moment. So, wieder da. Eben was zu trinken geholt. Ja. Was tun? Schlagen Sie in die. Hab ich das jetzt? Wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Melden Sie sich hier auf Bajor. Okay, ich soll also auf Bajor gehen. Dazu muss ich wahrscheinlich nochmal weg von Bajor und nochmal hin nach Bajor. Warum einfach, wenn es auch anders geht? Dann wieder Bajor. Also irgendwas muss es da auf Bajor geben, sonst wären jetzt hier nicht so viele Raumschiffe. Das gibt mir gerade ein bisschen zu denken. Auf Bajor beamen. Ich habe mich ja schon einmal umgeschaut da unten und ich habe auch schon einige Undinen-Missionen hier auf Bajor gemacht. Aber wegen der Undinen-Mission sind die jetzt, glaube ich, nicht hier.
Willkommen in Harton, Admiral Armaconi. Commander Mesi Achebe bat mich, Sie bei Ihrer Ankunft zu informieren. Sie wartet auf Sie in Ihrem Büro bei der Sternenflottenbasis. Ich werde die Koordinaten zur Karte hinzufügen. Ja, dann füg mal hinzu. Tut er nicht. Ja, wird sich schon finden. Hallo? Erstatten Sie Captain Köhler auf Bayer-Bericht. Hier wimmelt's von Klingonen zurzeit. Ich nehme an, dass das hier Tagesquests sind oder sowas. Das lasse ich jetzt aber. Euch habe ich Bayer ja noch gar nicht gezeigt, ne? Also, ich werde jetzt die Kamera mal ein bisschen anders halten, damit ihr ein bisschen was, bisschen Eindrücke gewinnt von der Stadt. Hier gibt es eine Undinen-Mission, da ist es immer meist, bis jetzt immer nachts gewesen. Und die lohnt es sich auf schwer zu machen, weil man als Belohnung, ich habe sie auch schon auf Elite gemacht, weil die Belohnungen gute Handwerkszutaten ergeben. So, kurze Stadtführung. Einfach mal ein paar Eindrücke von Bajor. Also ich finde, die Bäume sind gut gemacht. Die wirken von hier aus, aus der Distanz, sehr überzeugend. Und wir müssen dahin. Ich halte jetzt die Kamera auch ein bisschen anders als gewohnt eben. Damit ihr ein bisschen was von Bajor mitkriegt. Ich meine, für Star Trek-Fans oder so ist Bajor ja nicht irgendein Planet. Muss ich hier hin? Das sieht nach Sternenflottenkommando aus. Auf Post zugreifen? Nee, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Commander Mel Achebe. Time is short. Willkommen auf Bayer. Dies wird uns als Operationsbasis dienen, während wir Deep Space Nine zurückerobern. Ich erwarte hier, dass Sie Ihr Bestes geben. Jeder muss in Topform und für den Gegenangriff auf Deep Space Nine sein. Doch zuvor müssen wir sicherstellen, dass die Basis voll betriebsfähig ist. Wir sind hier auf Bayer Gäste, obwohl uns die Bewohner nicht als solche betrachten. Ich dachte, dass der Beitritt Bayer zur Föderation ein Schritt in die richtige Richtung sei, aber die Bajoraner in dieser Stadt scheinen zu glauben, dass das die zweite Ankunft der kardassianischen Besatzung sei. Legen Sie Ihr bestes Verhalten an den Tag und geben Sie alles, die Wogen hier wieder zu glätten. Ein Bürgeraufstand wäre ein Dilemma, das ich nicht gebrauchen kann. Ich habe später noch etwas für Sie. Melden Sie sich bei Leutnant Derel K., um bis dahin Fehde zu erhalten. Jo. Was heißt das dann? Das ist eine andere Karte als die, die ich sonst besuche, habe ich den Eindruck. Die Karte von der Bodenmission habe ich größer in Erinnerung, aber vielleicht. Aber ansonsten, ja, doch, der Ort kommt mir bekannt vor. Ja, vielleicht spielt mir meine Erinnerung jetzt einen Streich. Ich verstehe es gerade nicht, was ich. Ich soll mich bei Leutnant Derel K. treffen. Ist das hier? Ja, genau. How can I help you? Schön, Sie zu sehen. Wir können hier jede Hilfe gebrauchen. Der Angriff auf Deep Space Nine hat hier alles ins Chaos gestürzt. Wir errichten eine Basis, um die Kämpfe zu koordinieren und die Station zurückzubauen. Aber alles geht langsam voran. Dieser Teil der Stadt ist älter und besitzt nicht die Infrastruktur, die wir benötigen. Zum Glück haben wir talentierte Offiziere wie Sie, die wissen, man ein paar technische Wunder auf die Beine stellt. Es steht wirklich so da. Do you need something?
Helfen Sie beim Aufbau der Basis. Lassen Sie sich eine Mission geben. Taktiksystem Sicherheit, das ist was für mich. Das bajoranische Computernetzwerk in diesem Teil der Stadt ist für die Zivilbenutzung ausgelegt. Es kommt mit dem gestiegenen Datenverkehr und den Verschlüsselungstechniken der Sternflotte nicht zurecht. Dabei ist dieses Netzwerk wichtiger denn je, seitdem die Jim'Hadda Deep Space Nine halten. Wir müssen die Firewalls updaten und das Netzwerk verstärken, damit es all die neuen Abgaben handhaben kann. Ich weiß, das Netzwerkeigenschaft Teil Ihres taktischen Trainings, aber kann ich mich darauf verlassen, dass Sie uns mit dem Netzwerkproblem helfen werden? Also finden Sie alle Schwachstellen im lokalen Computernetzwerk und nehmen Sie Veränderungen vor, um den erhöhten Datenverkehr abwickeln zu können. Klingt spaßig. Sie müssen nur eine der folgenden Missionen absolvieren, um voranzukommen. Achso, nur eine. Ja, Technik machen wir ja gerade. Aha. Wiederholen Sie diese Episode, um weitere Missionen auszuprobieren. Das könnte eben sogar reizen. Aber eine reicht jetzt, dass wir hier weiterkommen. Aktualisieren Sie die Sicherheitsprotokolle der Firewall. Amakuni schreibt immer mit der Tastatur falsch rum. Ja, ich mach das hier auch so. Ich habe die Tastatur genau falsch rum auf dem Tisch. Da komme ich einfach besser klar mit. Na, nicht wirklich, immer ein Scherz. Sie dachten, das wäre ein leichtes Update, aber es gibt bereits Zusammenbrüche im bajoranischen Netzwerk. Sie müssen jedes betroffene Terminal finden und modifizieren, um sicherzustellen, dass das Netzwerk wenigstens ein Minimum an Verkehr verarbeiten kann. Also spüren Sie die Schwächen und so weiter, haben wir schon verstanden, auch beim ersten Mal schon. Das ist ein Holodeck, ne? Würde ich gern mal ausprobieren, aber das wird nicht gehen. Oder kann ich dich ansprechen, Holodeck-Techniker? Wie kann ich Ihnen helfen? Was tun Sie? Meine Aufgabe ist es, das Holodeck einmal offen zu halten. Ich glaube, das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Deswegen habe ich mir jetzt das auch gespart, das vorzulesen. Wo sind sie denn? Die. Da unten ist einer, hier ist einer. Nimm erstmal den da vorne. Das sieht eher bajoranisch als von Sternflotte aus. Seit wann kann ich bajoranisch lesen? Dieses Firewall-Problem könnte sich als schwieriger erweisen, als es auf den ersten Blick schien. In der Nähe befindet sich ein weiterer Knoten, der von einem Anstieg des Netzwerkverkehrs betroffen ist. So, habe ich gesehen. Dum-di-dum-di-dum. Naja, auf die Weise kriegen die Majoraner jetzt ein moderneres Internet sozusagen. Halt, gut. Da warten wir vorhin, aber jetzt halt nicht mehr. Dieses Computerterminal läuft normal und ist nicht von dem gestiegenen Verkehr im lokalen Netzwerk betroffen. Sie müssen andere Terminals überprüfen. Okay. Nö, ein Ekel weiter. Heißes Mappabrot frisch aus dem Ofen. Bei dieser. Hä? Nee. Ah, da. Dieses Computerterminal läuft normal und ist nicht von dem gestiegenen Verkehr in der lokalen Netzwerk betroffen. Sie müssen andere Terminals überprüfen. Okay, da hinten ist noch eins. La 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 la. Das sieht nach Tempel aus. Also hübsche Architektur ist es ja. Ich stelle mir gerade vor, was wohl wäre,
man auf der Erde Star Trek-Städte nachbauen würde, ob die nicht zur Touristenattraktion werden würden. Aktualisieren sie die Sicherheitsprotokolle der Firewall. Also wenn man angenommen, man würde eine bajoranische Stadt nachbauen, würde doch bestimmt ein Touristenmagnet werden. Sie müssen die Firewall-Software dieses Terminals aktualisieren, sonst besteht die Gefahr, dass alle Terminals in diesem Gebiet langsamer werden oder im Frieren zum Opfer fallen. Außerdem meldet ihr Scanner einen anderen Knoten in der Nähe, der von dem Anstieg des Netzwerkverkehrs betroffen ist. Finden Sie diesen und aktualisieren Sie ihn ebenfalls. Da drüben ist einer, das... Ganz schöne Lauferei heute. Hoffentlich bleiben die ruhig, die Klingonen, dass die hier keinen Ärger machen. Also, die Bajoraner, die haben offenbar keinen Bock auf Klingonen, wenn ich mir die hier so anschaue. Dieses Computer-Terminal läuft normal, blablub. Dann ist da hinten eins zu sehen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Minimap, auf der Bildschirmauflösung von YouTube, ob man das da gut erkennen kann, diese Kriege. Das Computerteil wurde vollständig aktualisiert und ist jetzt sicher, der Netzwerkwecker läuft mit höchster Effizienz. Sehr schön, gerade rechtzeitig für eine neue Aufgabe. Netzwerksicherheit. So. Systemsicherheit abgeben. Ich denke, das mache ich noch in dieser Folge. Jetzt habe ich mich verlaufen. Gut, da ist der Menschenauflauf mit den Klingonen. Ah, da. Hab schon gesehen. Ich glaube, hier bin ich richtig. Mit General Kaff sprechen? Danke für Ihre Hilfe. Jetzt laufen unsere Computer mit höchster Effizienz. Wir könnten mehr Offiziere wie Sie hier unten gebrauchen. I'm here to help. Ja, trainieren Sie für den Kampf gegen die Bodentruppen des Dominions. Denkende Captains, lernende Soldaten. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich.